Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar einem weiteren Let's Play, wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt. Und heute werden wir mal ein bisschen ganz chillig hier weiterbauen an unserem chilligen Häuschen, weil wir wollen ja mal langsam ein wenig vorankommen. Ich muss ganz kurz nochmal anschneiden, was nach der letzten Folge passiert ist, weil ich fand das echt cool, muss ich sagen. Warte, ich muss das, muss kurz hier die Spinne. Ah! Habe ich jetzt mit dem Schwert? Nein, mit der Schaufel war das vorne. Ja. Also ich muss das nochmal kurz sagen, das, was da mit der, nach der letzten Folge, was da so los war. Weil ich fand das ja ziemlich cool. Ich habe ja über Samsung geredet, wie ihr ja wahrscheinlich wisst. Und meine Meinung gesagt. Und ich fand es echt schön, mehr oder weniger, wie ihr in den Kommentaren darauf reagiert wurde. Das Video hat fast 50-50 Dislikes und Likes, was auch extrem interessant ist. Und ich find's auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite weniger cool. Also ich fand jetzt solche Kommentare dumm wie, also ein Kommentar war dabei, wo nur Beleidigungen drin standen. Also das ist dann nicht schön. Aber ich meine, ich dachte zwar nicht, dass so viele dann dagegen sind, aber es ist interessant zu sehen, wie viele für Samsung sind und da jetzt nicht so. Also es war echt cool zu sehen irgendwie. Viele haben dann zwar auch drunter geschrieben, oder manche haben drunter geschrieben, dass man als YouTuber jetzt noch nicht mal seine Meinung sagen darf und so weiter. Aber insofern, also okay, das war dann schon mal schon so ein bisschen grob kommentiert, sage ich mal. Hätte man das jetzt netter gesagt an manchen Stellen, dass man jetzt eben doch für Samsung ist, dass manche Leute doch für Samsung sind. Ja, okay, es war ein bisschen grob vielleicht, aber ich fand es ganz interessant, dass überhaupt mal eine Aktivität in den Kommentaren ist. Das fand ich echt cool und deswegen, ja, ich habe das irgendwie gefeiert. Also das wollte ich bloß nochmal kurz sagen. Ist natürlich auch, ja, naja, also es war, teilweise sind die Kommentare vielleicht nicht so schön, aber ich meine, ja, ich habe, muss ich dazu sagen, den Titel und die Beschreibung ein bisschen provokant gewählt. Ich sage das im Video ja gar nicht so extrem, wie es in dem Titel und in der Beschreibung steht. Und wenn man jetzt nur den Titel in die Beschreibung liest und nicht das Video ganz durchschaut und so, dann kommt das vielleicht doch ein bisschen sehr extrem rüber. Das war aber mehr oder weniger mit Absicht. Also ich dachte nicht, dass es so schlimm ist, aber ich habe es natürlich mit Absicht so provokant gesagt. Damit es, Titel sollen ja Aufmerksamkeit erregen, das ist ja wohl, ist ja bekannt. Oder das sollte ja so sein. Wenn in der Zeitung irgendein langweiliger Titel steht, dann liest man den Artikel auch nicht. Und wenn dann spannender Titel steht und man liest sich ja meistens zuerst den Titel durch, dann schaut man sich den Artikel ja vielleicht dann auch an. Und das wäre dann vielleicht dann noch interessanter. Also dann, ja, ne, ihr wisst, was ich meine. Also Titel sind schon wichtig. So, wir werden, ja okay, eigentlich kann ich jetzt, wir müssen jetzt hier weitermachen. Ich finde das gerade noch ein bisschen sehr langweilig, wie ich das jetzt hier gebaut habe. Müssen wir mal gucken. Es ist ein bisschen sehr, sehr einseitig. Also, hier muss da noch irgendwas hin. Also irgendwie müssen wir hier noch, ich weiß nicht, so einen kleinen Input-Test oder irgendwas. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier noch denkt, was hier so hin könnte. Wir können noch eine Art Keller machen. Und dann auch noch viel mit Glas arbeiten. Wir können uns ja erstmal hier drum kümmern. Hier oben wollte ich ja eh das so ein bisschen so lassen. Oder eigentlich wollte ich das Holz machen. Aber wir können es auch so halb aus Holz, ups. Wir können es auch so halb aus Holz machen. Und trotzdem. Huch, kommt denn der Pfeil her? Und dann auch noch so halb Wiese lassen. Weil wir haben das ja jetzt so ein bisschen. Ups. So. Ich habe es ja jetzt hier so gebaut, dass hier noch so ein Rand ist. Weil ich es ja erhöht haben wollte, aber. Na okay, Moment. Da ist ein Skelett. Wissen wir, wo die Pfeile herkommen. Ah! Stirb! So. Gut. Genau, ich wollte ja hier eine Treppe hinmachen. Dazu muss aber wahrscheinlich der Baum erstmal weg. Oder die Bäume hier generell rundherum. Das stört dann doch. Wir können ja die Bäume immer noch im Nachhinein hinpflanzen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier alle Bäume weg, damit das ein bisschen übersichtlicher wird. Und dann mal schauen. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, auf die Uhr zu schauen, aber ich glaube, das ist mir jetzt auch gerade vollkommen schnuppig. Ich werde jetzt versuchen, ein paar Folgen aufzunehmen. Das Schlimme ist bloß, ich habe gerade das Mikrofon am iPad dran. Ich habe das übrigens mal hinbekommen. Also ich habe das Kabel jetzt mal mit dem Adapter. Funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Bin ich echt zufrieden mit, weil der davor,
Das war so ein, also ich brauche einen Adapter, damit ich ein USB von meinem Mikrofon ausgehend an mein iPad anschließen kann. Und den Adapter, den ich davor hatte, das war so ein Kompaktteil oder so ein Multiteil, was, also eigentlich sind die ja alle für Kameras gedacht. Und das war halt so ein Multiteil, wo dann noch SD-Karte und sowas drin ist. Und das war halt so ein Riesenklotz, und den man da reingesteckt hat, ohne Kabel, sondern einfach dieser Stecker. Ich weiß, es das heißt Lightning, ne? Also ihr wisst halt, meine Stecker vom iPad, ich glaube, da heißt Lightning. War da direkt dran, ohne irgendein Kabel noch. Und dadurch war das dann immer alles ziemlich, naja, instabil. Und ich hatte immer Angst, dass es da irgendwie abbricht, weil dieses fette Teil da dran ist und total schlimm. Und davon ausgehend dann eben daran dann das USB-Teil. Und jetzt habe ich aber so ein Kabel, wo nur USB dran ist. Genau, und das ist da halt viel elastischer und es funktioniert auch viel besser. Also es macht auch viel mehr Spaß. Habe ich sozusagen ein ganzes Kabel, wo dann am Ende von USB in Lightning geht oder in iPad-Anschluss oder iPhone-Anschluss oder wie immer. Ich glaube, der heißt Lightning-Anschluss. Schreibt mal in die Kommentare, wenn das ist. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich glaube, Lightning echt. Oder ich verwechsel mal den alten und den neuen, aber ich glaube, der neue heißt Lightning. Oder war es irgendwas von MacBook? Ich bin mir total unsicher, ich habe gerade keinen Plan. Gut. Hier müsste jetzt alles Holz weg sein. Hier ist irgendwo gerade ein Zeppelin runtergekommen. So, wir machen uns dann wahrscheinlich erstmal Treppen. Machen. Na, obwohl, die machen wir nicht aus Sandstein. Lass die mal aus Holz machen. Dann machen wir das hier nämlich wieder weg. Dann haben wir nämlich auch noch ein bisschen Bauzeug dabei. Und die Säulen lassen wir erstmal da, aber die können wir dann später aus Wooden-Zeug machen. Vielleicht setzen wir dann auch noch so ein paar Akzente in die Ecken hier zum Beispiel rein oder so. Huch, noch 5% Batterieladezustand. Das ist ja sehr. Ups. Okay, das war mein Ladeteil. So, ich muss hier kurz. Ah! So, das war jetzt wichtig. Was wollte ich jetzt mal? Ah ja, genau, ich wollte das hier wegmachen. Ich bin total. Ich bin wieder total verwirrt, Mensch. So, das hier weg. Ich würde hier nämlich gerne höhere Treppen machen, deswegen hatte ich das so hoch gebaut. Jo, wäre bloß die Frage, machen wir jetzt hier anderes Holz hin oder nicht? Aber ich denke, wir lassen das. Mit dem Akazienholz. Wir machen hier Akazienholz hin. Das unten da können wir dann gleich mal wegnehmen. Da man sieht das eh nicht dann. Ich will bloß das hier kurz markieren. Mehr oder weniger. Und dann setzen wir das da gleich wieder hin. So. Warte. Ja, genau. Also wir machen es gleich wieder weg und setzen da an. Erdeblöcke hin. So. Und. Genau, hier drüben. Ganz, ganz, ganz drüben noch. Oder? Ja, können wir dann später entscheiden, ob wir das so lassen oder nicht. Und hier in der Mitte machen wir dann auch nur Gras hin und machen dann so eine Art Liegewiese draus oder so. So wie so einen kleinen Wintergarten, wisst ihr? So habe ich mir ja das gedacht. Mal schauen. So, das heißt, das hier kann alles weg. Das sieht man dann eh nicht mehr. Das hier eigentlich auch. Inklusive dem. Also. Ja, eigentlich. Ja, komm, wir machen da Holz hin. Der Vollständigkeit halber. Aber eigentlich müsste da jetzt. Sieht man eh nicht, was da ist. Was da für ein Block ist. So. Holz. Und hier unten machen wir jetzt einfach gleich überall Erde rein. Weil, wie gesagt, das ist egal, was da drin ist. So. Huch, war ich jetzt. Das ist manchmal komisch. Es geht irgendwie manchmal durch die Blöcke durch. Ja. Naja, egal. So. Also, ich stelle mir das Haus ganz cool vor. Ich hoffe, das wird auch so, wie ich mir das vorstelle. Also, ich bin ein bisschen. Ich kann mir das vielleicht irgendwie. Also, ich stelle es mir immer nicht so ganz genau vor. Ich habe bloß so eine grobe Vorstellung und dann versuche ich das irgendwie so zu bauen. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Und dass da was Ordentliches bei rauskommt, aber da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Mal schauen. So, jetzt müssen wir gleich fertig sein. So. Genau. Und jetzt machen wir hier einfach überall Erde rein. Und dann müssen wir uns jetzt gleich Treppen machen, aber das sieht ein bisschen komisch aus, glaube ich. Ist ein bisschen einseitig, wenn man jetzt überall nur Akazienholz nimmt. Wir können auch versuchen, ein paar Zäune reinzusetzen oder sowas. Oder irgendwie, keine Ahnung, normale Blöcke oder. Ach. Vielleicht, was auch eine Idee wäre, dass wir das irgendwie mischen mit einem normalen Holz. Aber unregelmäßig. Das heißt nicht jetzt so kariertes Muster oder sowas. Sondern einfach mal versuchen, unregelmäßig anderes Holz reinzusetzen.
Das sieht vielleicht auch ganz, also generell jetzt bei dem ganzen Fußboden meine ich, nicht nur hier, dass man das jetzt, dass man das hier überall macht, weil das sieht total einseitig aus irgendwie. Also da müssen wir nochmal schauen. So, jetzt machen wir uns erstmal die Treppen, damit wir die hier reinsetzen können und dann geht's ab. Setzen wir die dahin und dann kommen wir wenigstens dort ein bisschen voran, dann setzen wir noch die ganze Erde und dann dürfte die Folge auch schon wieder sich dem Ende zuneigen. So, 20 dürften bei weitem nicht reichen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Holz. Holz, 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 Holz. Und das Holz. So. Okay. Wir fangen demzufolge. Warte mal, nee, wir nehmen mal den Baum hier weg, ey. Der stört ja irgendwie. Unsere Axt ist gleich kaputt. Und ich mache damit sogar noch Blätter kaputt. Es geht auch nicht. Ihr könnt übrigens mal auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendeinen Shader oder sowas kennt, was das Ganze hier ein bisschen entspannter macht. Was das ein bisschen schöner macht hier alles. Aber für iOS, das ist eben wichtig, weil ich glaube, für Android gibt es da genug Zeug. Aber ich brauche es eben für iOS. Ich habe Jailbreak, das ist kein Problem, damit kann man arbeiten. Aber ich habe also, selbst wenn ich selber schon mal geguckt habe, also es ist schon eine Weile her, aber ich glaube, mittlerweile hat sich da nicht viel geändert. Habe da nichts irgendwie gehört oder so. Ja, dass man da irgendwie so was Schönes reinmachen könnte, aber ich habe da halt nichts gefunden. Und die ganzen Shader, die es für Android gibt und dann aber angeblich sollen die auch für iOS gehen, die haben einfach immer nie funktioniert, das hat immer rumgebuggt. Aber wir müssen hier mal das Loch ausstopfen. Geht ja mal ja nicht, Mensch. So, hups. So. Dup, 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 dup. Ja. Okay, so viel haben wir jetzt wahrscheinlich gar nicht. Erde, dass wir das hier müssen wir nochmal irgendwann anders machen. Weil es sieht jetzt ein bisschen komisch aus, wenn es dann sofort nach der Treppe gleich wieder runter geht. Dann können wir das auch gleich. Vielleicht machen wir es auch so, dass wir das hier, den Rand hier von Erde noch wegmachen und dann gleich die Treppe darunter machen. Aber ich glaube, so viel Holz haben wir jetzt zurzeit noch gar nicht. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir das machen. So. Da haben wir jetzt einen vergessen. Nee, das war jetzt doof. Man soll es immer in der richtigen Reihenfolge machen. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder irgendwas anderes kaputt gemacht oder wollte gerade was kaputt. So, wir müssen also das zuerst setzen. Und dann das setzen. Genau, jetzt wird's doch. So und so und so und so. Ich hoffe, das war jetzt ein korrekter Kreis, aber ich glaube, da hatte ich damals gegoogelt, dass wir das gemacht haben. So. Ach ja. Ja. Also gerade so, wenn Nacht wird, wäre das schon cool, wenn man da so einen kleinen Shader drin hat. Und dann eine ganz chillige Stimmung hat. Und dann vielleicht mal über ein Thema spricht und ein bisschen baut, vielleicht mal eine Höhlentour macht. Das stelle ich mir gut vor. So, das kann hier wahrscheinlich weg. Oder? Oder war da drüber? Hat da drüber was gefehlt? Ich glaube, der war zu viel. So. Klick, klick. Mensch, dauert lange. Aber ja, wir brauchen gleich noch ein paar mehr Treppen. Das wird nicht ausreichen. So, vier. Nee, es reicht noch nicht mal für das obere aus. Ach Mensch. Wisst ihr, was wir machen? Wir sind jetzt gleich mal hier. Crafting Table hin. Bevor wir jetzt mal hin und her rennen, das ist ja nicht schön. So. So. Jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind wahrscheinlich wieder zu wenig, aber. Na gut, wir können ja dann immer noch welche machen. Das ist ja alles kein Problem. So, hier außen wird es dann auch eigentlich. Ja, aber okay, ich würde es gerne einheitlich haben. Also wenn, dann sollten wir das schon überall hin machen. Okay, wir holen uns mal noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, entweder wir haben Stein oder Erde zu viel, also von denen wir viel haben. Werde ich jetzt gleich mal gucken und das nehmen wir dann. Ups, ist komisch, wenn man hier nicht drauf stehen kann. Na gut, vielleicht brauchen wir den Stein nochmal. Und die Erde. Ach komm, wir nehmen jetzt einfach die Erde, was soll's. So, zweimal wird wohl reichen, hä? Und schlafen gehen wir am besten auch erstmal, bevor uns jetzt hier die Monster wieder stören. So. Okay. Aber ich glaube, ich werde die Folge auch erstmal beenden. Also ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mal schauen, wann das nächste Video dann kommt. Ja. Auf jeden Fall wird es wieder ein Let's Play. Also vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und tschüss. Bis zum nächsten Video. Und tobt euch in den Kommentaren aus. Viel Spaß. Tschüss.